Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal meinen Stapel der ungelesenen Bücher und verrate euch damit quasi, mit welchen Büchern ich so in das neue Jahr starten werde, sprich, was noch so auf mich wartet dieses Jahr. Es sind 24 Bücher an der Zahl, eine Zahl, mit der ich eigentlich ganz gut leben kann. Ich habe Auswahl, aber es ist auch noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass mein Sub mir über den Kopf wächst. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie gesagt, mit welchen Büchern ich quasi in das neue Jahr starte. Und geplant ist, euch dann im Juni bzw. Juli ein Update von dem Ganzen zu geben. Und da 24 Bücher zwar nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht unbedingt wenig ist, würde ich sagen, ich starte einfach mal. Allzu viel werde ich nicht sagen zu den Büchern, weil ihr genauere Informationen entweder im Want to Read oder in den entsprechenden Lesemonaten von mir bekommt. So, wir schnappen uns die ersten drei. Und zwar Nummer 1, Nicholas Sparks und Billy Mills, Die Suche nach dem verborgenen Glück. Wundert euch nicht über diese komischen Geräusche, meine Katze springt hier rum. Als nächstes Harry Potter und das verwunschene Kind, Teil 1 und 2. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Von Margaret Mitchell, Vom Winde verweht, Gone with the Wind. Von Paulo Coelho, einmal Aleph und einmal Hippie. Von Ursula Posnanski, Erebos. Die Tür von Richard Layman. Von Giorgio Moyes, Ein ganz neues Leben. Teil 7 bis 10 der Game of Thrones Saga. Von Theodore Fontaine, Effie Briest. Von Anna McPartlin, Weil du bei mir bist. Von Andreas Altmann, Gebrauchsanweisung für das Leben. Von Sebastian Fitzek, Das Joshua-Profil. Juliet Naked von Nick Hornby. Von J.R.R. Tolkien, Der kleine Hobbit. Von Catherine Jinx, Teuflisches Genie. Von Marisha Pessel, Die alltägliche Physik des Unglücks. Von Jussi Adler Olsen, Erbarmen. Der Glasmurmelsammler von Cecilia Ahern. Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Und last but not least von Kai-Erik Pfitzner, Willkommen im Meer. So, das waren im ziemlichen Schnelldurchlauf die 24 Bücher, die ich noch zu Hause habe und noch nicht gelesen habe. Verratet mir in den Kommentaren gerne, ob ihr eins der Bücher schon kennt und vielleicht so sehr gemocht habt, dass ihr sagt, Janina, das musst du ganz weit nach oben auf dein Want-to-Read setzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass ich euch eine wunderschöne Zeit wünsche und bye bye!